Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alarmstufe Rot Teil 2. Ich arbeite dran. Wir sind auf dem besten Wege zu gewinnen. Ich habe die Pläne hier. Reparatur nötig? Und das hier wollen wir noch einnehmen. Pläne werden ausgewertet. Speicherpaneele aufgeladen. Ja, jetzt können wir auch Fallschirmspringer. Reparaturstätte erobert. Alle Fahrzeuge werden automatisch repariert. Ölraffinerie erobert. Cool. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. Hey, was machen die da? Ich würde sagen, wir sollten mal unbedingt dieses Teil hier erledigen. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Ölraffinerie erobert. Zusätzliche Ressourcen wird kompensiert. Lichtenergie wird fokussiert. Das können wir anscheinend. Keine Ahnung, warum wir das zerstören können. Hospital sichert die medizinische Versorgung unserer Männer auf dem Schlachtfeld. Solange wir ein Hospital haben, werden die Soldaten draußen automatisch davon profitieren. Einheit verloren. Okay. Schließt euch uns an. Keine Ahnung, was das ist eben war. Lichtenergie wird fokussiert. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und erobern hinten das Teil, damit keine Fahrzeuge mehr kommen. Einheit befördert. Wo sind denn die mit diesen großen Fahrzeugen jetzt hin? Keine Ahnung. Irgendwie sehe ich die jetzt auch nirgends mehr. Naja, gut, was soll's. Ach, das sind sie. Zielkoordinaten erfasst. Einheit befördert. Stabilisatoren werden neu angebracht. Verstärkung bereit. Lichtenergie wird fokussiert. Keine Ahnung, was das hier ist, aber ich glaube, das fällt mir nicht, was das ist. Das sind Sklavensammler. Okay. Einheit befördert. Einheit verloren. Einheit befördert. Der muss auf jeden Fall weg hier. Sehr gut. Lichtenergie wird fokussiert. Und jetzt geht's auf seine Dings, dass er uns keine Einheiten da mehr. Lichtenergie wird fokussiert. Entgegenstrecken kann. Vergrößerungslinsen aktiviert. Vergrößerungslinsen aktiviert. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Neue Koordinaten eingespeist. Reflexionswinkel berechnet. Genau, und da wollte man noch einen neuen Turm wieder hinstellen. So. Speicherpaneele aufgeladen. Lichtbrechung intensiviert. Ah, und er zieht sich zurück. Lichtenergie wird fokussiert. Und dann geben wir ihm auch noch ein bisschen. Ja, das Ding läuft anscheinend gar nicht, oder? Geländefluktuation wird ausgeglichen. So, dann mal hier hoch. Und weiter geht's. Neu angepasst. Die Frage ist, gehen wir erstmal hierher, gleich hierher? Oder machen wir auch noch das andere Zeug, was er hier hat? Fertig. Sie ist ja eigentlich alle Gebäude müssen wir. Ne, sie ist, glaube ich, wir müssen alle Gebäude erledigen. Positionsdaten empfangen. Von daher können wir erstmal hier bleiben, dann kann er auch nichts Neues mehr bauen. Neu angepasst. Zielkoordinaten erfasst. Einheit befördert. Einheit befördert. Neue Koordinaten eingespeist.
Einheit befördert. Stabilisatoren werden so, sehr schön. Lichtbrechung intensiviert. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Lichtbrechung intensiviert. Ja, das dürfte dir nicht so gut gefallen. Lichtenergie wird fokussiert. Stabilisatoren werden neu angebracht. Ja, mit dieser Macht, mit dieser Streitmacht haben wir echt keine Probleme. Stabilisatoren werden neu angepasst. Neue Koordinaten eingespielt. Befördert. Er hat komplett aufgegeben. Einsatz erfolgreich. Er hat wirklich komplett aufgegeben. Hat alles verkauft. Auch nicht schlecht. Gute Arbeit, Commander. Ihre schnelle Handlungsweise hat die Zivilverluste in der Stadt auf ein Minimum beschränkt und Yuri eine wichtige Einnahmequelle für seine Pläne genommen. Agenten in Hollywood bieten bereits Unsummen für ihre Biografien. Wir empfangen gerade über Satellit eine Videoübertragung, Commander. Vom Milliardär Bing. Er ist der Vorsitzende der Massive Soft Corporation in Seattle, Washington. Ich verbinde sie jetzt. Ich weiß nicht, wie lange ich online bleiben kann. Yuris Truppen schleichen über das ganze Massive Soft Firmengelände. Er hat abschussbereite Atomraketen und droht ganz Seattle einzuäschern, wenn ich seinen Geldforderungen nicht nachkomme. Außerdem zwingt er unsere Entwicklungsabteilung Spezialprojekt genetische Software. Okay. Ich glaube, da müssen wir helfen. Gefechtskontrolle aktiviert. Eintreffende Nachricht. Satellitenaufklärung bestätigt, dass Yuri ein einsatzbereites Raketensilo in der Gegend hat. Diese Raketen auszuschalten ist unser vorrangiges Ziel. Wir haben unsere eigene Superwaffe. Eines von Einsteins Wetterkontrollgerät. Setzen Sie es gegen dieses Silo ein. Und zwar ein bisschen plötzlich. Das hier ist die Space Needle, Commander. Wenn Sie die mit ein paar GIs besetzen, haben wir einen ausgezeichneten Blick über die Stadt und können viel besser sehen, was Yuris Truppen vorhaben. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich dem Firmengelände von Massive Soft nähern, Sir. Yuri hat rund um das Hauptgebäude Wachen postiert. Wir können es uns nicht leisten, überrascht zu werden. Gefechtskontrolle online. Alles klar, hier machen wir mal einen missionsfrei Start. Dann Gewittersturm bereit. Sollten wir doch gleich mal hier einen Gewittersturm loslassen. Ziel wählen. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Bauen können wir nicht mehr groß. Ja, hat leider nicht ganz gelangt. Nur für ein paar Sachen hier. Mist. Aber ja, Gewittersturm, wir können Einheiten machen. Sir, ja, Sir! Schneller! Achtung. Erledigt, Sir! Atomrakete gezündet. Da kenne ich mich aus. Gebäude eingenommen. So. Training. Steht unter Beschuss. Na, klasse. Einheit verloren. Sir, wir brauchen mehr Energie, um die Wetterkontrollstation wieder in Betrieb zu nehmen. Reparatur läuft. Na toll. Einheit bereit. Und wie mache ich das jetzt? Ich meine, ich konnte ja gar nichts machen. Jetzt ist das Ding Einheit weg. Bereit. Ölförderturm, Ölförderturm. Ja, das gehört schon uns. Ach, das ist wahrscheinlich. Ich verstehe. Klar doch. Ausmarschieren. Erledigt, Sir. Bin unterwegs.
Neues Ziel das erhalten. Gehört wahrscheinlich so dazu. Training. Sir, ja, Sir. Einheit. Das gehört wahrscheinlich dazu, dass man es gar nicht schafft, dass der es zum ersten Mal abfeuert. Und dann muss man nämlich diese neuen Kraftwerke machen. Nehme ich jedenfalls mal an, dass es so ist. Nachdem wir nun Juris Haupteinnahmequelle trockengelegt haben, hat sich der Verrückte zu einem direkteren Vorgehen entschlossen. Er hat ein Atomraketensilo in Seattle errichtet und benutzt es, um Geld und Fachwissen von der Massive Soft Corporation zu erpressen. Wir müssen die Stadt und Massive Soft von Juris nuklearer Bedrohung retten. Vernichten Sie Juris Atomreaktorsilo und befreien Sie das Firmengelände von Massive Soft. Bereit. Komme sofort. Ausmarschieren. Einheit bereit. Gebäude eingenommen. Mal sehen, ob das so klappt. Einheit bereit. Training. Gebäude verlassen. Einheit befördert. Einheit bereit. Einheit befördert. Einheit verloren. Ja, klasse. Bereit. Oha. Oder? Bereit. Einheit geschafft. Bereit. Geschafft. Ja. Bin unterwegs. Ausmarschieren. Was ist das da? Instandsetzungshalle, okay. Komme sofort. Wenn wir da reingehen. Gebäude eingenommen. Wo langt das? Angriff. Erledigt, Sir! Ja. Achtung! Atomrakete gezündet! Und wo schickt das er hin? Ich hab die Werkzeuge. Daten werden ausgewertet. Verstärkung eingetroffen. Einheit befördert. Einheit befördert. Fahrzeug vorwärts. Reparaturstätte erreicht. Dem Ziel. Alle Fahrzeuge werden automatisch repariert. Waffen bereit. Los geht's. Angriff wird gestartet. Vorwärts. So. Position wird gesichert. Ich mich aus. Daten werden ausgewertet. Gut. Wo können wir denn noch hin? Die, genau, da müssen wir noch hin. Training. Klar doch. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Unsere Wetterkontrollstation ist wieder in Betrieb. Seien Sie nur vorsichtig, ich vermute stark. Darin bestehen wieder Gratuliere, Commander. Wir holen ein paar Scharfschützen dazu, damit Sie die Anlage besser verteidigen können. Mit Sicherheit versuchen Sie, sich zu schnappen. Einheit verloren. Verstärkung eingetroffen. Einheit verloren. Ei, 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 ei. Und hier rein. Einheit befördert. Eine natürliche Zuwendung. Reparatur läuft. Einheit berichtet. Ölraffinerie erobert. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. Einheit verloren. Wir schlagen den Kampf zu. Ja, das ist nicht ganz so einfach hier. Einheit befördert. Was können wir jetzt noch? Können wir jetzt. Nee, können wir nicht. Ah, aber wir können so ein paar Panzerjäger bauen. Oder wir gehen dann da rein. Training. Achtung. Ja. Atomrakete gezündet. Einheit bereit. Ein bisschen Action gefällig. Geschafft. Sir. Ja, Sir. Sie nehmen die Stadt Stück für Stück auseinander, Commander. Sie müssen endlich sein Atomraketensilo ausschalten. Ja. Einheit bereit. Los geht's. Wohin, Commander? Einheit bereit. Das weiß ich ehrlich gesagt auch. Ein bisschen Action gefällig. Schneller! Gebäude eingenommen. Einheit bereit.
Gewittersturm bereit. Kommen die nicht dahin? Oh, shit. Gebäude verlassen. Sir, ja, Sir. Sie schaffen sich bis dahin hinzukommen. Na toll. Ja, Sir. Wir haben ihn. Beziehungsweise im Moment. Wohin, Commander? Auf Geschwindigkeit getrimmt. Ein sicherer Treffer. So. Jetzt aber der Gewittersturm. Ziel wählen. Da machen wir wahrscheinlich wieder hierher. Ah. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Wobei das wahrscheinlich nichts bringt. Das hätten wir wahrscheinlich irgendwo hierher machen sollen, um weitere Dings kaputt zu machen. Ja, das bringt nicht so viel. Okay. Startklar. Unterwegs. Wir schlagen hart zu. Oh. Wir schlagen hart zu. Ein sicherer Treffer. Ein sicherer Treffer. Eine natürliche... Hey, wieso seid ihr da oben? Ist das Schatten gefällig? Zeit für einen Hinterhalt. Ein völlig natürliches Aussehen. Schnell und leicht. Ja, Sir. Wir haben ihn. Ein sicherer Treffer. Einheit verloren. Ich muss das wahrscheinlich eher mit GIs machen. Atomrakete gezündet. Los geht's. Waffen bereit. Einheit verloren. Oh, nee. Oh. Das hat sich ganz gut überstanden. Position wird gesichert. Nähere nicht dem Ziel. Feuerzone bestätigt. Feuerzone bestätigt. Eine treffende Nachricht. Schnell und leicht. Los geht's. Ich spende eine größere Summe für Ihre Kriegskasse. Umgehend. Ja, Sir. Dankeschön. Oder? Komme sofort. Sekundäres Ziel erreicht. So, dann bauen wir mal so ein paar von den Dingern hier. Gebäude eingenommen. Oh, ein paar Sniper. Gestoppt. Moment. Abgebrochen. Weg mit. Training. Ich baue mal 5 Sniper oder so. Komme sofort. Wo kann der seine Einheiten herbauen? Ja, der kriegt sie wahrscheinlich von irgendwo her. Einheit bereit. Gewittersturm bereit. Einheit verloren. Erledigt. Unsere Basis steht unter Beschuss. Na toll. Einheit verloren. Einheit bereit. Einheit befördert. Erwarte Anweisung. Ich erledigt, muss nur machen. Einheit Sir. Bereit. Ausmarschieren. Er bitte Ziel. Er ist bereits ein toter Mann. Einheit bereit. Reparatur läuft. Vernichte sie. Training. Das Problem ist, die sind so arg langsam. Einheit bereit. Unterwegs zum Ziel. Erwarte Anweisung. So, 3 Sniper. Er bitte Ziel. Die lassen wir mal hier. Dann bauen wir noch so Panzertruppen. Oh. Erwarte Anweisung. Er ist bereits ein toter Mann. Reparatur läuft. Achtung, Atomrakete gezündet. Das macht unsere Gewinner. Oh, die ist schon eigentlich schon soweit fertig. Einheit bereit. Einheit verloren. Naja, klasse. Bereit. So. Ziel wählen. Und ganz ehrlich, jetzt machen wir das Ding hier hinten kaputt. Diese 3 Dinger hier. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Ganz einfach, damit wir da hinkommen. Unsere 3 Sniper kommen mal hierher. Ich muss nur nah genug ran.
Panzer haben keine Chance. Sofort, Herr. Sofort, Herr. Sie kommen auch hierher. Irgendwas wollte ich noch machen. Er bittet Ziel. Hol sie raus. Einheit verloren. Einheit befördert. Gute Hunde. Er ist bereits ein toter Mann. Ich habe ihn im Visier. Ich liebe ihn. So. Wir haben ihn. Einheit verloren. Mist. Ach, kann ich eigentlich auch mit... Eine natürliche, das hat es nichts gebracht. Uns um. Hol sie raus. Aber das bringt auch nichts. Ich habe ihn im Visier. Unterwegs zum Ziel. Das bringt leider auch nicht wirklich was. Hm. Auf ihr Zeichen, Sir. Vernichte sie. Einheit verloren. Einheit befördert. Keine Chance. So viel dazu. Naja, machen wir hier mal Schluss. Jetzt muss man mal schauen, wie wir das am ungeschicktesten machen. Weil wir können keine Fahrzeuge mehr herstellen und das ist irgendwie ziemlich blöd. Aber dagegen konnte ich jetzt auch nichts machen. Keine Ahnung, ob man das dagegen machen kann oder nicht. Aber auf jeden Fall... Mit der Gewitterfront kann ich dann hier doch schon relativ schöne Sachen hier kaputt machen. Oder die Einheiten hier zerstören. Das ist auf jeden Fall mal nicht schlecht. Vielleicht kriege ich auch da die aus diesem Haus raus. Vielleicht war das auch noch Zufall mit dem Dings hier. Ich weiß es nicht. Das werden wir nochmal ausprobieren, wie gut das funktioniert beim nächsten Mal. Dann werde ich nochmal von vorne anfangen. Und dann schauen wir mal, wie wir das handhaben. Ob wir dann mehr mit GIs machen und dann Türme besetzen, also Häuser besetzen. Oder ob wir, wenn wir Panzer bauen können, Panzer bauen, noch relativ schnell. Und versuchen halt so schnell wie möglich die Gebäude einzunehmen, damit der Gewittersturm weiter funktioniert. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.